Servus, Grüezi und Hallo und recht herzlich willkommen hier wieder auf meinem Kanal. Ich bin der Badenfarmer und schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist. Ja, ist ja einiges an Zeit ins Land gegangen und wer die letzten Wochen ein bisschen auf meinem Kanal war und das Ganze hier verfolgt hat, der hat festgestellt, dass ich mal wieder einige Zeitrafferaufnahmen gemacht habe von Neubartelshagen. Und dem wird auch mit Sicherheit nicht entgangen sein, dass sich hier ein bisschen was getan hat auf dem Hof. So, heute ist bei mir hier der erste Weihnachtsfeiertag. Ich habe mir gedacht, ein bisschen Zeit ist übrig und deswegen würde ich euch heute gerne mal mit über die Map nehmen und euch mal zeigen, was sich hier alles so in der Zwischenzeit verändert hat. Denn ich war ja nicht ganz untätig die letzten Wochen und Monate. Ich habe fast 350 Stunden jetzt auf dieser Map verbracht. Ist halt einfach immer noch eine meiner Lieblingsmaps und deswegen zeige ich euch einfach mal, was sich so getan hat in den letzten Wochen und Monaten. Dazu gehen wir erstmal ein bisschen nach oben, schauen uns hier die Übersicht an. Das ist ja der ursprüngliche Hof, der hier im rechts an der in der Map liegt. Hier haben wir ja einiges gebaut, eine Mühle, ein Logistikzentrum und entsprechende Tierstelle. Und ich zeige es euch hier. Wenn wir auf die Map gehen, so, nehmen wir die, so, und das war hier der Ursprung, hier haben wir begonnen auf Feld Nummer 10 und hier oben haben wir dann noch ein bisschen was nachgekauft. Mittlerweile habe ich ja auch das Feld Nummer 2 gekauft und wie ihr hier schon sehen könnt, habe ich das, so wie es bei mir nun mal Usus ist, die Felder auch eingeteilt, damit wir auch entsprechende Fahrwege haben für die Fahrzeuge. Und mittlerweile habe ich auch das Feld da drüben gekauft, das Feld Nummer 3, das Feld Nummer 4 und hier oben das Feld Nummer 13. Da habe ich bereits Kartoffeln und Zuckerrüben angebaut. Und hier drüben auf der 16, ja, da gab es ja ein Update vor einigen Wochen und da hat sich ja hier oben im rechten oberen Teil der Map hat sich ja einiges verändert. Da kam ja noch ein Feld dazu und hier hat sich ein bisschen was verändert. Deswegen passt es hier alles nicht mehr. Aber hier haben wir noch Pappeln und die Map möchte ich gerne noch ein bisschen weiterspielen. So, wie ihr also seht, hier unten rechts, da gibt es auch was Neues. Und hier drüben gibt es auch einiges Neues. Hier haben wir auch einen zusätzlichen Hof installiert. Und den werde ich euch jetzt mal zeigen in der im Überflug. Hier, wie gesagt, hier sind einige Gewächshäuser, da habe ich nochmal eine Schafzucht, dann hier nochmal einen Schweinestall. Das Ganze werden wir uns später dann nochmal genauer anschauen, wenn wir unterwegs sind. Und hier habe ich nochmal ein paar Unterstände für die Fahrzeuge installiert. So, und dann fliegen wir mal hier über das Feld. Das habe ich ja wie gesagt eingeteilt entsprechend. Hier gibt es nochmal ein bisschen, gibt es Bienen, hier ein Fermentersilo habe ich hier installiert. Und das hier ist der andere Hof, hier bereits schon für die Kartoffeln und die Zuckerrüben entsprechende Lagerplätze eingerichtet. Und hier seht ihr, haben wir nochmal zwei Kuhställe und entsprechende Abstellplätze und da ein großes Silo, dann das, die BGA, das, die modulare BGA aus dem Gülleverschlauchungspack. Finde ich eine ganz feine Sache, ist nicht schlecht. Und hier drüben gibt es dann auch nochmal ein paar Silos, Fermentersilo, Einkaufsstation und hier nochmal eine große Lagerhalle. Auch hier besteht dann die Möglichkeit, zum Beispiel die Kartoffeln einzulagern. Ja, was ich dann auch noch gemacht habe mit dem übrigen Geld, ihr seht, es ist nicht gerade so, dass wir am Hungertuch knapsen, sondern da habe ich dann noch ein bisschen investiert in Solarenergie, zum Beispiel an der Stelle oder auch hier oben. Einfach so Felder, die, ja, ich sag mal, nicht so richtig gut zu bewirtschaften sind. Jedenfalls nicht mit dem Helfer. Und bei den Feldgrößen braucht man einfach ein bisschen immer den Helfer. Auch hier habe ich ein bisschen Solar installiert. So, jetzt machen wir das Ganze mal hier aus der normalen Perspektive. Eine kleine Rundfahrt. Wie gesagt, hier an der Stelle, das ist der ursprüngliche Hof mit der kleinen Hof-BGA, Hühnerfarm. Dann haben wir hier diese große Mühle, die mittlerweile auch erweitert wurde, sodass wir ja auch Tierfutter, Schweinefutter herstellen können. Dann haben wir hier eben unsere kleinen Gewächshäuser und den Kuhstall mit der automatischen Fütterungsanlage. Schafe und das Ganze bringen wir hier und alle unsere Produkte in das Logistikzentrum, denn wir haben ja auch einige Produktionen eingekauft, so schon ziemlich fast alle.
Milchproduktion, Bäckerei, Schneiderei, dann Ölproduktion, alles das ist hier schon auf der Map jetzt vorhanden. So, mit diesen Gewächshäusern hier im Speziellen, da machen wir vor allen Dingen Trauben und Oliven. So, das sind die Gewächshäuser für Trauben und Oliven. Da haben wir auch einiges und haben natürlich dann die entsprechende Kellerei eingekauft. Und die Oliven, die pressen wir zu Öl hier in unserer Ölmühle. So. Diese zwei Gewächshäuser brauchen sehr, sehr viel Wasser. Deswegen haben wir hier noch einen zusätzlichen Wasser. Eine Wasserquelle. Dann haben wir hier nochmal Schafe. Und hier drüben einen zusätzlichen Schweinestall. Hier werfen wir mal kurz einen Blick rein. Jo. Ja. Drücken wir mal ein Auge zu. Okay. So, das also eben, was ich aus den Feldern hier gemacht habe, aus diesem großen Feld. Das, wie gesagt, wird bei mir immer gleich ein bisschen unterteilt, sodass wir dann einzelne Felder haben, um verschiedene Fruchtarten anzusehen. Ich meine, die Felder sind ja auch groß genug. So, hier haben wir den Fuhrpark. Hier haben wir ein schönes, großes Schleppdach. Da können wir direkt runterfahren mit unseren Fahrzeugen. Müssen da nicht groß rangieren. Gut. Dann fahren wir noch zum neuen Hof mit der neuen modularen BGA. Ja, wie ich schon angedeutet habe, es gab ja vor einigen Wochen ein Update. Hier hat der Modder einiges umgestellt. Ups, so, nicht zu schnell. Einiges umgestellt und ich mag aber die Map immer noch so, wie sie jetzt ist. Habe ja auch einiges an Zeit investiert. Und deswegen wird die definitiv auch noch in Zukunft gespielt von mir. Ich denke aber, wir werden über kurz oder lang die neue Version der Map beginnen, weil ich bin der Meinung, die hat auch Potenzial. Gerade eben rechts oben in dem Eck, wo der neue Ortseingang ist, gibt es doch einiges Interessantes. Zusätzlich ist ja jetzt auf der Map auch eine Molkerei entstanden, neben der Bäckerei beim letzten Update. Und deswegen denke ich, werden wir die nächsten Tage mal beginnen mit einer neuen Staffel, und zwar Neubartelshagen, ja, die dritte sozusagen nach dem Update, und dann sehen wir mal weiter, wie sich das Ganze hier entwickelt. Aber die Map wird weiterhin trotzdem noch von mir gespielt. Da werdet ihr mit Sicherheit noch das ein oder andere Zeitraffer-Video zu sehen bekommen. So, also hier haben wir auch nochmal einen kleinen Kuhstall installiert. Ich glaube für 80 Tiere maximal, 40 sind jetzt drin. Dieser Kuhstall ist ja um einiges größer. Da passen meines Wissens 240 Tiere rein. Ja, der scheint voll zu sein. Und da haben wir auch eine schöne Weide. Die haben wir ein bisschen angelegt, beziehungsweise noch ein wenig verschönert mit Bäumen. Dann haben wir hier zusätzliche Parkplätze, Abstellflächen und ein Schleppdach für den Fuhrpark, der ja deutlich größer geworden ist. Ein Häcksler ist dazugekommen, hier der Xerion. Und hier drüben gibt es die Kühlhalle für die Kartoffeln. Ja, da freue ich mich schon drauf auf die Kartoffelernte. Da fahren wir auch noch hin zu unserem Feld. So, da werden wir also die Kartoffeln lagern höchstwahrscheinlich. So, machen wir wieder zu. Es wird sonst warm da drin. Okay. Und hier haben wir nochmal ein Schleppdach. Sehr schön. So, dann laufen wir hier noch an den Silos vorbei. Ja, hier habe ich ein Multifrucht-Silo installiert, in der Hoffnung, dass bei den großen Ernten jetzt da drüben wir mit den Helfern da hinkommen. Aber aus irgendeinem Grund scheint es nicht zu funktionieren. Deswegen haben wir noch ein anderes Silo. So, hier haben wir natürlich ein Fermenter-Silo, damit wir hier aus unserem Gras und aus unserem Häckselgut dann Silage herstellen können, und ein Einkaufsshop. So, hier haben wir für die nächste Häckseltour schon wieder mal Mais am Start, und hier ist das andere Silo, mit dem es auch deutlich einfacher ist, mit dem Helfer hier, mit dem automatischen Helfer hier reinzufahren. Ja,
Hier haben wir ja Ballen eingelagert. Falls ihr eins der letzten Videos gesehen habt, habt ihr das mitbekommen. Hier stehen unsere zwei großen Bergmann rum, mit denen wir dann das Häckselgut abfahren werden, wenn wir am Häckseln sind. Und hier haben wir die große, ja, wobei das ist nicht die große Variante, das ist eher die kleinere, die modulare BGA und die läuft auch relativ auf Hochtouren. Ja, muss man mal schauen. Wir haben noch Fläche auf einer anderen Stelle. Da könnte man zum Beispiel dann nochmal vergrößern. Aber auch die BGA aus der Map, die habe ich auch schon eingekauft. Und somit haben wir in Summe jetzt drei BGAs hier am Start. Und das ist schon ordentlich. Ja. Und hier haben wir auch noch ein bisschen Fuhrpark rumstehen. Der große Fendt, der 1050, der 1042 steht hier. Der 1042 ist es. So, ich glaube 420 PS hat er, deswegen 1042. Und da hinten haben wir dann noch einiges Ballenwagen, Presse und Ladewagen, zwei Stück. Einen großen, einen kleinen und unseren ganz normalen Anhänger. So. Hier an der Stelle, seht ihr noch, da haben wir zum Beispiel das Schneidwerk für unseren Krone, mit dem wir ja direkt das Gras mähen und häckseln können. Und da machen wir dann auch entsprechend Häckselgut für unsere Silos. So, fahren wir noch schnell zur BGA, zur großen BGA, zur Map-BGA. Und fahren dabei an unseren zwei Solaranlagen hier vorbei, Solarfeldern, die wir hier installiert haben. Sonnenblumen sind auch schon hier angesät. Auch die werden bald erntereif sein und geerntet. Unsere Ölfabrik braucht definitiv noch Material. So, muss man ein bisschen aufpassen. Der ist ganz schön rutschig. Und schnell ins Schleudern hier. Der Kleine. So, aber hat auch ordentlich Stoff. Sehr schön. Also ihr seht schon, da ist einiges auf dieser Map passiert. Ich habe einiges angepasst, gebaut, ein bisschen auch mal was ausprobiert und was umgeformt. Und deswegen liegt es mir jetzt auch ein bisschen am Herzen, hier auf der Map noch ein wenig weiter zu spielen. Macht einfach Spaß. Aber da ja, wie gesagt, die Umbauten doch ein bisschen enorm sind vom Modder und in der neuen Version, will ich auch die neue Version der Map mal von Anfang an anspielen. Hier haben wir die BGA. So, mit unserem Frontlader. Da hinten jede Menge Futter für die Maschine. Und dann schauen wir auch hier mal kurz noch rein. So, wie hier der Stand ist. So, alles genügend da. Silage und Gülle. Die Maschine arbeitet rund um die Uhr. Gereste sind auch genügend vorhanden, um dann zum Beispiel mit dem Saddle Track, den ich auch gekauft habe, den ihr vielleicht auch schon gesehen habt in einem der Zeitraffer-Videos, entsprechend die Gülle aufs Feld zu bringen. Jetzt gehen wir mal rüber. Noch zu unserem Feld mit den Zuckerrüben und den Kartoffeln. Dann schauen wir mal, wie es da aussieht. So, die Felder sind ja soweit alle fertig. Was das Düngen und die Unkrautbekämpfung angeht. So, mit Vollgas zum Feld. Auch da habe ich das Feld ein bisschen angepasst, modifiziert und am Ende, am hinteren Teil des Feldes, entsprechende Flächen freigehalten, um zum Beispiel noch die ein oder andere Produktion oder vielleicht die BGA-Erweiterung noch zu platzieren. So, da sind wir. Oh, wo geht's rein? Hier geht's rein. So. Dann schauen wir mal, wie hier der Stand ist. So, da sind die Zuckerrüben. Und daneben haben wir die Kartoffeln. Und da werden wir uns dann mit Sicherheit die Vollernte gönnen. Denn es ist schon ein ganz schön großes Feld. Da wird einiges bei rumkommen. Und da sollten wir die Vollernte wirklich auch einsetzen. So, hier habe ich dann nochmal eine Molkerei platziert. Weil die eine Molkerei war dann doch ein bisschen wenig. Wir haben einfach zu viel Milch. Und hier haben wir eine Schneiderei, weil auch wir genügend Wolle produzieren und wir deswegen jede Menge Stoff haben und auch das muss verarbeitet werden. Ja, das können wir uns auch noch mal ganz kurz von oben ansehen.
So, hier haben wir also noch genügend Fläche. Und auf der Fläche, da bietet sich auch noch etwa das, die eine oder andere Produktion an. Oder wir hauen da vielleicht dann nochmal eine BGA drauf. Na, wir werden sehen. Gut, also ihr seht, das ist alles nur so ein bisschen halb modelliert, weil wir noch nicht ganz fertig sind. Und so haben wir immer doch die Möglichkeiten, das Ganze hier anzupassen. Ja. Ja, und jetzt möchte ich euch das kleine Fiasko auch nicht vorenthalten, damit ihr das auch noch sehen könnt, wie es jetzt leider am anderen Ende der Map aussieht. Aber hier will ich dann auch gleich ein bisschen darauf eingehen, was wir zum Beispiel dann in der neuen Staffel machen können mit Neubartelshagen im Update. So. Bisschen aufpassen, dass wir nicht vor der Straße kommen. So, normalerweise gab es ja hier eine Straße, die hier rechts reingeführt ist. Die ist leider nicht mehr da. Man kann es aber noch erkennen. Also sie ist zum Teil noch da und zum Teil stehen halt jetzt hier die Gebäude drauf. Hier habe ich Pappeln angepflanzt. Die werden wir auf jeden Fall auch noch abernten. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal von oben an. Ihr könnt es also schon sehen. Hier zum Beispiel die Bodenplatten. Hier sind die Gebäude ineinander geglitscht. Ja, weil hier hatte ich eine Molkerei und hier habe ich ja die Kellerei, die Weinkellerei und das Gebäude, die Bäckerei, nee, die Molkerei, die jetzt hier sein sollte, die müsste eigentlich hier irgendwo stehen, aber die fehlt leider. Und ihr seht es auch hier, das Feld, hier sind noch die Pappeln und hier ist bereits das andere Feld. Und hier oben sieht man auch, wo die Häuser stehen, dass also an der Stelle es jetzt ein bisschen durcheinander geraten ist. Naja, okay, ein neuer Spielstand wäre zu laden gewesen und das werden wir dann auch tun, denke ich, die Tage. Ja, soweit so gut, soweit soll es erstmal gewesen sein hier für dieses Video. Ich habe euch ja mitgenommen hier jetzt ein bisschen auf den Hof und habe euch mal gezeigt, was alles neu ist, was ich hier alles verändert habe, was ich neu angeschafft habe. Und der Fuhrpark ist ja auch ganz schön gewachsen. Und somit haben wir fast alles da, was man so machen kann. Und ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich auf die nächsten Folgen und würde mich freuen, wenn ihr demnächst mal wieder einschaltet. Also, ich sage recht schönen Dank. Tschüss, ciao, cheerio, euer Badenfarmer.